Hey, hier ist Sash und heute ist New Gear Day. Ich habe mir auf eBay Kleinanzeigen etwas sehr Feines gekauft. Ich habe schon sehr, sehr viele Videos darüber gesehen und machst du das Ding haben. Und für 55 Euro ist es gestern gekommen. Ich stehe hier im Schlafanzug, ist mir scheißegal, ich muss da abgehen. Achtung, wir machen jetzt ein Unboxing in Review Form AKG Instrumental. Wireless Transmitter WMS 40 Pro Mini enthält den Transmitter, den Receiver und ein kleines Kabel. Tada! Ich bin total geflasht. Kleiner Receiver mit Antenne und sogar Velcro Tape schon dran. Schalala. Und hier haben wir alles einhändig, weil ich mit der Wendy-Kamera aufnehme, aber ist auch egal. Den Stecker und natürlich den Sender. Sender mit Kabel und verschiedenen Adaptern für verschiedene Länder. Ab geht's. So, dann stecken wir das Ding mal an. Der Amp läuft schon. Und was ich noch nie gesehen habe, so ein Video existiert auf YouTube noch nicht, wie man das Ding ans Pedalboard anschließt. Audio out, geht wahrscheinlich direkt in den Amp. Wir probieren es aus. Wir stellen den mal direkt hier oben hin. So. Dann nehmen wir unser kleines Kabel. Für den Strom. Tada! Ihr wackelt, ist mir egal. Ihr müsst das jetzt alles aushalten. Wer sehen will, muss leiden. Einhändig geht's halt nun mal nicht gut, aber egal. Einmal klack dran, einmal klack und an. Top. Ah, Volume hat's auch. Jetzt noch einen kleinen Volume-Knopf, okay. Wunderbar, das ist das wahrscheinlich schlechteste Review-Video überhaupt, aber es ist mir auch fucking egal. Einfach nur gerade fucking egal. So, ich stelle euch mal hier hin. Tada! Dann zeige ich euch, wie ich das Ding absette. So. Drei Phasenstecker. Tack, tack. Einfach reinklicken. Gibt nur eine Seite. Klack. Power Mute und Off gibt es auch noch. Das ist auch geil. Kann man sich nämlich muten auf der Stage. Das ist schon mal sehr cool. Alright. Klinkenkabel. Und die kommt genau eine AA-Batterie rein. Und die habe ich schon mal vorbereitet. Tada! Klack. Klack und auf on. Lämpchen leuchtet. Lämpchen leuchtet. Wunderbar. Dann setzen wir das Ganze mal ab an meine wunderhübsche Stuck Les Paul. Rein. Wahrscheinlich an die Hosentasche wäre besser, hab jetzt keine. Das machen wir dann irgendwann mal. Irgendwann gibt es dann auch mal eine Hosentasche. So. Oh, der Clip ist aber tight. Der ist richtig, richtig fest. Ein richtig, richtig fester Clip. Ich krieg's nicht angeklippt, so fest ist das Ding ja. Achtung! Okay. Tada, nice and tight. Wunderschön. Fliegt hier noch irgendwo ein Pick rum. Okay. Pick gelöst.
So. Ich hab noch was vergessen. Ha! Facepalm. Kabel. Kabel braucht ja auch noch. Ich brauche ein längeres Kabel. Meine schönen, wunderschönen, sehr geilen und richtig schönen dicken und abgeschirmten Fender-Kabel für gar nicht teuer. Natürlich von Thomann. So, Achtung. Kleiner Loop. Scheiße. Dann rollt man die Kabel schön zusammen. Und trotzdem wird's kacke. So, Achtung. Das stecken wir dann hier rein. Tada. Oh, es hat geklackt. Und es hat geklackt. Was natürlich jetzt voll scheiße ist. Dass es nicht geht. Warum geht's nicht? Weil ich wieder mal blöd bin. Ich muss ja noch an den Amp. Wie komme ich denn von da in den Amp? Geht das nur direkt in den Amp? Geht das nicht vom Pedalboard in den Amp? Das wäre ja voll Furz. Natürlich funktioniert das. Fail-Video. Yeah. Das geht nicht vom Pedalboard in den Amp. Ich habe nämlich keine zweite Buchse. Das würde erklären, warum das noch keiner gemacht hat. Dann müssen wir es anders anstecken. Und zwar muss dann die Box. Jetzt habe ich es. Das geht wohl. Genau. Das Kabel. Den Tuner haben wir wieder an, damit es nicht knackt. Leider nicht anders. So. Und jetzt muss dieses Kabel an das Paddleboard und dieses Kabel hier hinten dran und dann bleibt das Teil auf dem Paddleboard kleben und dann geht's. Richtig? Wahrscheinlich richtig. Tada! Läuft, Alter, läuft! Geht doch! Hoppla, einmal fette Hand. So. Warum geht es jetzt wieder nicht? Warum geht's nicht? Muss doch gehen. Signal. Ach, hier ist das Kabel locker. Alter. Kabel locker. Hat noch irgendwo ein Kabel locker? Das kann nicht sein. Warum geht's nicht? Alles an. Das ist an, das ist an, das ist an. Tada! Wireless Action! We'll be right back.
um das rauszufinden, wie es funktioniert. Super geile Aktion. Richtig, richtig fett. Das Teil kommt direkt ans Pedalboard, wird vorne angeschlossen, hinten wird der Loop reingesetzt, kommt in den Amp. Man kann schön wireless hier rumlaufen. Ich gehe jetzt mal darüber zu der Wand. Ta-da-da-da-da. Und bin wireless. Ich bin so geflasht. Ich find's so geil, Alter. Ich find's so richtig, richtig geil. Ich seh mich jetzt hier rumlaufen, wie ich Bock hab. Schalala. Warum hält das nicht? Scheiße. Fick dich doch. Warum hält das Scheiße doch nicht? Einfach nur mal da halten. So. Wunderbar. Schön, Handy. Schön. Ich laufe jetzt hier rum und jamme. AKG WMS 40 Pro Mini Wireless System. Richtig abgefahren. Geil. Kauft euch das Ding. Neu kostet es 90 Euro. Doppelt. Es gibt auch für zwei Gitarren. Kostet 130 Euro. Ich habe es auf eBay Kleinanzeigen für 55 Euro gekauft, inklusive Versand. Lohnt sich. Ich find's richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Und keep on rocking the free world.